Sechs Spieltage vor dem Saisonfinale ist es soweit. Das ultimative Gipfeltreffen in der Mittelrheinliga. Spitzenreiter 1. FC Düren empfängt den Tabellenzweiten FC Hennef 05. Giuseppe Brunetto sagte vor der Partie: Wenn wir heute gewinnen, dann ist das ein Riesenschritt in Richtung Regionalliga. Der Vorsprung würde dann auf 9 Punkte anwachsen. Dabei helfen sollen natürlich wieder einmal Marc Brasnitsch und David Bors. Beide sind für insgesamt 41 der 83 Dürener Treffer verantwortlich und damit maßgeblich an der makellosen Heimbilanz beteiligt. Und das Projekt Heimsieg Nummer 14 wird auch gleich richtig druckvoll angegangen. Das ist Brock mit der Flanke für Becker und Brasnitsch. 4. Minute, Traumstart für die Hausherren. Saisontor Nummer 28 für die personifizierte Torgarantie des 1. FC Düren. Becker mit schöner Übersicht und der Abschluss ist dann eiskalt. Doch auch die Gäste kommen nach über 2 Monaten ohne Niederlage mit ordentlich Selbstvertrauen an die Westkampfbahn. Loyakono hier mit dem ersten Abschluss nach gut 10 gespielten Minuten. Schmerzhafte Angelegenheit für Wipper führt, der das Leder in die Familienplanung bekommt. Die Anfangsphase gehört aber eindeutig dem 1. FC Düren. Und der kommt auch wieder über die rechte Seite mit Antoski. Antoski für Vincent Geimer. Geimer mit der Flanke auf Bors. Doch die Fahne geht nach oben. Und während unsere Kamera noch Bilder von Marc Brasnitsch sammelt, brennt es hinten plötzlich lichterloh. Luis Klapperich. 20. Minute. Aus dem Nichts der Ausgleich für die Gäste. Saisontor Nummer 5. Für das Eigengewächs des FC Hennef, der hier ordentlich von einem Bock von Becker profitiert und Keeper Patrick Bade dann keine Chance lässt. Die Hausherren zeigen sich davon jedoch herzlich unbeeindruckt. Brasnitsch für David Bors. Bors, der ist schnell. Alleine gegen den Keeper. David Bors! Das ist ja überragend. Minute 29 und die erneute Führung für den 1. FC Düren. Der Torschütze weiß ganz genau, bei wem er sich hier zu bedanken hat. Brasnitsch kennt den Laufweg seines Partners aus dem FF, steckt den Ball perfekt durch und was der dann damit macht, ist natürlich einfach Weltklasse. Nur 3 Minuten später auf der anderen Seite. Das ist Okorafor, wird nicht attackiert und testet Keeper Patrick Bade. Klasse Parade des bei Bayer Leverkusen ausgebildeten Schlussmanns. Kurz später dann die erste gelbe Karte der Partie. Und zwar für Coach Giuseppe Brunetto, der sich hier etwas zu impulsiv aufregt. Und gleich das mit ansehen muss. Weber zu kurz für Bade, Luis Klapperich dazwischen, Luis Klapperich. Nicht mit dem erneuten Ausgleich. Dann ist auch schon Halbzeit. Und während Wipper Fürth noch etwas mit Referee Tarek Damar zu bequatschen hat, bricht in deren Rücken eine kleine Rudelbildung aus. Dank dem Eingriff des Staff kann diese aber schnell beiseite gelegt werden. Brunetto kann eigentlich zufrieden sein mit seinem Team, wären da nicht diese Unaufmerksamkeiten in der Defensive, die sich auch mit in Halbzeit 2 ziehen. Becker mit dem Fehlpass, Okorafor, der ist schnell, hat ganz viel Platz. Der Abschluss ist dann aber zu wenig, um Bade in Bedrängnis zu bringen. Wir springen in Minute 55. Langer Ball, eigentlich ungefährlich, aber Michel, was macht der denn da so weit draußen? Antoski ist dazwischen und legt das Leder aus über 30 Metern ins Netz. 3:1, Scorerpunkt Nummer 32 für den Mittelfeldspieler, der in dieser Situation einfach am schnellsten schaltet und dann sein ganzes Gefühl im linken Fuß unter Beweis stellt. Ernüchterung natürlich bei Gästecoach Sascha Glatzel nach einem eigentlich guten Start seines Teams in Halbzeit 2. Nach 61 Minuten ist der Arbeitstag von Torjäger Marc Brasnitsch dann vorzeitig beendet. Er wird ersetzt durch Burak Jesilay. Dann mal ein Freistoß. Antoski und Geimer stehen bereit, hier nicht zu sehen. Vincent Geimer! Was für ein Traumtor! 68. Minute, das 4:1 für den 1. FC Düren. Und wie wichtig dieser Treffer ist, können Sie anhand der Bilder wohl erahnen. Vincent Geimer mit dem linken Fuß und ganz viel Gefühl legt er den Ball hier neben den Pfosten, nichts zu machen für Keeper Michel. Doch der FC Hennef fügt sich nicht in sein Schicksal und kämpft weiter tapfer gegen die Niederlage an. Burak Mus für den eingewechselten Kai Yannick Schusters. Unglücklicher erster Kontakt und deswegen schwieriger Abschluss
für das 20-jährige Eigengewächs der Gäste. 10 Minuten vor Ende darf dann auch David Boss vorzeitig vom Feld. Mit seinem traumhaften Lupfer zum 2:1 hat er wieder einmal maßgeblichen Anteil am voraussichtlich 14. Heimsieg. Nicolas Brooklyn-Merl ersetzt ihn. Und der sollte auch noch seinen Auftritt bekommen. Antoski hat hier zu viel Platz, legt quer für Merl und der Ball trudelt zum 5:1 ins Netz. Gerade einmal 2 Minuten auf dem Platz und das erste Saisontor für das junge Stürmertalent. Grund genug für Giuseppe Brunetto, einen Ausflug aufs Feld zu machen. Wieder an seiner Bank angekommen, hält er einen Freischusspfiff von Damar, dann vermeintlich für den Schlusspfiff, ehe wenige Sekunden später das Spiel dann wirklich vorbei ist. Der erste FC Düren gewinnt mit einer beeindruckenden Leistung 5:1 im Topspiel gegen den FC Hennef und geht einen Riesenschritt in Richtung Regionalliga-Aufstieg. Hängende Köpfe natürlich bei den Gästen, die sich hier mehr ausgerechnet haben und damit wohl die letzte Chance auf den Aufstieg verspielt haben. Brunetto nach der obligatorischen Bierdusche bei uns am Mikro. Es ist klar, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, wir haben Stand jetzt 9 Punkte vor, klares Torverhältnis spricht für uns. Aber es sind noch 6 Spiele zu spielen. Hennef hat noch 7 Spiele. Also ich glaube, dass wir heute tatsächlich das Tor der Regionalliga weit aufgerissen haben. Aber eingetroffen sind wir noch nicht reingetreten. Wird heute noch groß gefeiert? Ja gut, eine Bierdusche habe ich schon bekommen. Ich weiß es nicht. Nochmal, wir werden den Tag mit Sicherheit genießen. Aber es geht weiter. Wir haben noch 6 Spiele vor die Brust. Das ein oder andere Kaltgetränk dürfte nach der Leistung wohl trotzdem noch folgen.